Kecleon ist ein Pokémon mit dem Typ Normal und existiert seit der dritten Spielgeneration. Es ist ein Chamäleon-ähnliches Pokémon, welches in den Farben Grün, Gelb und Rot auftritt. Der Körper ist hierbei hauptsächlich grün gefärbt, rund um den Bauch befindet sich ein rotes Zickzackmuster und die Hand- und Fußflächen sind gelb gefärbt. Ebenso gelb ist ein Linienmuster im Gesicht, welches über die Lippen, die Augen bis zum äußeren Rand der zackenförmigen Ohren verläuft. Kecleon besitzt des Weiteren einen langen, meist zu einem Wirbel zusammengerollten Schwanz und zwei kleine flügelartige, dreigezackte Auswüchse am Rücken. In seinen Händen und Füßen wachsen je drei spitze Klauen und in seiner Shiny-Form ist er sonst rote Streifen am Bauch blau gefärbt. Kecleon erlernt durch Levelaufstieg, bis auf eine Ausnahme bis Level 16, ausschließlich physische Attacken, mit dem Typ Normal angehören. Danach erlernt es ebenfalls Attacken anderer Kategorien und verschiedener Typen. Eine besondere Begabung, welche das Pokémon einzigartig macht, ist, dass es sich optisch seiner Umgebung anpassen kann, indem es seine Körperfärbung verändert. Diese Anpassungsfähigkeit zeigt sich durch seine Fähigkeiten. Es kann die Fähigkeit Farbwechsel oder die versteckte Fähigkeit Wandlungskunst besitzen. Die Fähigkeit Farbwechsel ermöglicht es Kecleon nach einem Angriff, welcher Schaden zufügt, seinen Typen zu dem der ausgeführten Attacke zu ändern. Dies nützt dem Pokémon, da es Typschwächen entgehen kann. Die Fähigkeit Wandlungskunst ändert den Typen des Pokémon in den der Attacke, die er selbst ausführt, womit Kecleon bei jeder Attacke Typbonus erhält. Eine weitere körperliche Ausstattung, welche dem Pokémon im Kampf sehr wertvoll sein kann, ist seine lange, dehnbare Zunge, die es ausschlagen kann, um Beute zu fangen. Kecleon kann seine Körperfarbe ändern und somit sich seiner Umgebung anpassen. Dies ermöglicht es ihm, sich zu seiner Beute zu nähern, ohne gesehen zu werden und diese dann mit seiner langen, dehnbaren Zunge zu ergreifen. Die Farben ändert es jedoch nicht nur zur Tarnung, es kann sie je nach Belieben ändern und vor allem die Laune und die Verfassung sind durch Hinsehen erkennbar. So ist der Körper bei hoher Vitalität sehr kräftig gefärbt. Wenn es ignoriert wird, ist es sehr betrübt und macht sich unsichtbar. Sein Farbenspiel hat jedoch Grenzen. Das Zickzackmuster auf seinem Bauch bleibt immer rot und auch wenn es sich erschreckt, ändern sich die Farben wieder zur ursprünglichen. Dabei hat Kecleon keine Vorstufe und ist noch nicht dazu in der Lage, sich weiterzuentwickeln. Und mit seinem Typ ist es immun gegen Geistattacken, nimmt doppelten Schaden gegen Kampfattacken und der Rest macht normalen Schaden.